Hallo und herzlich willkommen, liebe treuen Zuhörer und Zuschauer der Gender Agenda, Satans und Musikindustrie. Und hier haben wir jetzt die Folge Nummer 75. Ja, was machen wir jetzt außer Peter Gabriel? Natürlich machen wir Peter Gabriel, aus den Gründen, weil ihr alle wissen wollt, wie es dann weitergeht. Und ihr wollt alle wissen, wann diese Serie zu Ende ist. Und ich kann euch sagen, das dauert noch ein bisschen. Aber wir kommen ganz, ganz nah an die Geschichten ran, wo es jetzt wirklich richtig brisant und interessant wird. Gut. Jetzt kommen wir nämlich heute zu den Sachen, die bekannt sind von Peter Gabriel und die auch unter Umständen demjenigen bekannt sein könnte, der halt die Kanäle Joggler 66 und Jogglers Wars und Disinfo betreut und mir hier als Co-Moderator immer unterstützend und helfend zur Seite steht und vor allen Dingen auch ein ganz wunderbarer Christ in Jesus Christus eben ist. Und deswegen begrüße ich jetzt einfach mit einem ganz herzlichen Moin Moin am späten Abend den Jörg. Ja, danke. Das ist der Vorteil von Moin Moin. Das sagt man morgens, mittags, abends und nachts. Ja, das ist eben so ein nordischer Gruß. Wie auch immer, ich will gar nicht groß eine lange Einleitung halten, steht mir auch gar nicht zu. Du machst die ganze Arbeit und ich möchte gerne, dass du jetzt auch diese Arbeit durchziehen kannst und dass wir uns angucken können, was er denn mit diesem Vorschlaghammer hier im Grunde meint. Das heißt, glaube ich, Sledgehammer, wenn man das direkt aus dem Englischen übersetzt. Ja. Und ich fand das Lied schon immer bescheiden, habe dann einmal, glaube ich, das Video gesehen, da fand ich es noch bescheidener. Dann bin ich mal gespannt, was du uns da alles drüber zu erzählen hast und deswegen überlasse ich dir jetzt gerne das Mikrofon, Bruder. Ja, genau. Wir kommen jetzt zu Sledgehammer, Vorschlaghammer. Das im Endeffekt jetzt eine Reminiszenz ist an das männliche Geschlechtsorgan. Woran erinnert uns das? Na, an heidnische Religion und den Obelisken natürlich. Das heißt, das symbolisiert jetzt hier sowohl den Nimrod als auch den Osiris, als auch beispielsweise jetzt alle möglichen Stelen, als auch die römisch-katholische Kirche mit ihren Türmen und so weiter und so fort. Überall, wo wir irgendetwas Längliches haben. Ja, und Peter Gabriel hat sich gesagt, das mache ich mal ganz geschickt und nenne das Ding einfach mal Sledgehammer und mache hier einen ziemlich freizügigen oder halt aufreizenden Text dazu. Der gibt jetzt nicht so viel her. Interessant ist diese Geschichte aus einem ganz anderen Grunde. Wir haben ja mal gesagt am Anfang, der Peter Gabriel ist nicht nur ein Sänger und ein Unterstützer der Menschenrechte angeblich, sondern auch ein Videokünstler. Und gerade jetzt Anfang der 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, kam eben genau diese Videokunst jetzt hier rüber geschwappt mit vor allen Dingen VH1 und vor allen Dingen ganz prominent MTV. Und Sledgehammer ist jetzt eigentlich weniger bekannt für sein Lied, was halt schon ein Riesenhit gewesen ist. Es ist sein einziger Nummer-1-Hit in den Vereinigten Staaten gewesen, aber bekannt für sein Video. Und zwar ist dieses Ding wiederum produziert worden von Daniel Lanois. Das heißt, wir haben jetzt immer dieselben, Referenzen hier, immer dieselben Leute um sich herum und das hat sich jetzt hier ausgezahlt. Dieses ganze Album So ist mit Weltklasse-Musikern bestückt. Da macht beispielsweise der Schlagzeuger mit, der Steve Copeland von The Police und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz Tony Levin im Bass, also ganz, ganz hochkarätige Leute drin. Das merkt man im Album auch absolut an. Da sind ganz, ganz toll aufgenommene, abgemischte Stücke drauf, gar keine Frage. Aber, wie gesagt, der Text selber von Sledgehammer bringt nicht so viel auf die Kette. Was jetzt mehr auf die Kette bringt, ist Folgendes. Ihr habt jetzt hier dieses Symbol für diesen Vorschlaghammer, der natürlich so ein bisschen aussieht wie ein T. Irgendwelche Reminiszenzen an irgendwelche alten babylonischen Religionen können natürlich jetzt da auch zu Pass kommen. Also es könnte ja auch für Tammuz stehen zum Beispiel, ja, so eine ganzen Geschichten. Und was wir noch haben ist, was ich nicht aufdröseln kann, ist, dass Sledgehammer hier eben nicht ganz uniform geschrieben ist. Das heißt, der Hammer hat eben eine andere kursive Schriftart als das Sledge. Und es kommt da auch gleich zu. Es gibt auch beispielsweise eine Polizei-Comedy-Serie aus den 80ern, die heißt auch Sledgehammer, aber auseinandergeschrieben. So, das heißt, er lässt immer eine vage, diffuse Ebene zu. Also er sieht ja auch, dieser Hammer ist ja auch nicht scharf drauf. Es ist alles diffus in Bewegung irgendwo. Und wir können ihn also irgendwie nicht so richtig greifen. Aber wir haben einen Hebel, den wir noch nicht benutzt haben. Und dieses Video eben zu Sledgehammer war bahnbrechend, wegweisend und hat 1987 bei den MTV Music Video Awards den Titel Video des Jahres bekommen und auch die bei den Best British Video abgeschnitten, ausgezeichnet worden bei den 87er ja, britannischen Auszeichnungen, also Brit Awards. Ja? So, und dieses Lied, Sledgehammer selber, ist letzten Endes jetzt hier eine Reminiszenz von ihm eben an diesen Otis Redding, weil er halt viel mit Bläsern gearbeitet wird und so weiter und so fort. Und wenn wir mal zwei Seiten weitergehen, dann sehen wir halt die Platzierungen dieses Liedes damals. In Deutschland war es eine Nummer 7 gewesen.
Ja, in Österreich Nummer 2, in der Schweiz Nummer 4, im Vereinigten Königreich, da wo er wohnt, Nummer 4 und in den USA die Nummer 1 Position im Juli 86. So, und dieses Video hier, und jetzt sehen wir mal die ganzen Auszeichnungen von Peter Gabriel, Music Awards, MTV, Grammy, Rose von Montreux, Golden Globe, der Orden von, jetzt passt auf, ja, Künsten und Briefen 2004, das ist derselbe Orden, der beispielsweise Amanda Lear oder Alain Tapp ausgezeichnet hat, Frankfurter Musikpreis, der Mann des Friedenspreises von Michael Gorbatschow verliehen. Ja, die Personality of the Year, ein Asteroid ist nach ihm benannt, der Quadriga-Preis und sein Engagement bei der von ihm mitbegründeten Menschenrechtsorganisation Witness. Also das mag ja eine gute Geschichte sein, aber wie gesagt, diese Sache mit dem Milgrams-Experiment stößt mir immer noch auf. Botschafter des Gewissens, Oscar-Nominierung, Polar Music Prize und 2014 final und endlich die Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Und damit wissen wir ganz genau, der Mann ist so erfolgreich, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Und deswegen gucke ich mir jetzt mal an, was da nicht mit rechten Dingen zugeht. Ihr habt hier ein Video-Capture, ein Video-Sequenz sozusagen, ein Standbild hier aus der Verleihung der Best British Video. Ihr seht ja nochmal hier, bestes britisches Video, Sledgehammer, Peter Gabriel. Dann seht ihr im nächsten Bild von den 87er MTV Music Awards, ja, da seht ihr letzten Endes jetzt hier, das hat in Los Angeles stattgefunden, wo auch sonst, in der Stadt der gefallenen Engel, ja. So, und das wurde eben ausgezeichnet hier, Peter Gabriel, als einen Rekord, ja, von 10 Auszeichnungen, inklusive Video des Jahres und so weiter und so fort für Sledgehammer, 9 Auszeichnungen und so weiter und so fort. Also die nächsten Auszeichnungen für Big Time, für die Nachfolgesingle von ihm. Dieser Rekord stand ungebrochen bis zum Jahre 2010, als Lady Gaga 13 Nominierungen erhielt. Ja? So, also der hat also wirklich 25 Jahre fast gehalten, dieser Rekord. Ja. Also von daher schon eine Riesenleistung. So, da seht ihr ihn bei dieser Live-Schaltung aus Stockholm. Und jetzt kommt der Songtext. Erstmal in Englisch, der gibt jetzt wirklich nicht viel her, es tut mir leid. Ja, wobei die Reminiszenz an weibliche Fruchtbarkeit ganz klar ist, wenn er hier schreibt, Show me round your fruit cage, cause I will be your honeybee. Open up your fruit cage. I want to be your sledgehammer. Und interessant wird eine Zeile hier, und zwar heißt die Shed my skin. Also ich häute meine Haut, ne? Also ich streife meine Haut ab. Da haben wir schon wieder die Reminiszenz an eine Schlange beispielsweise. Ja, so, I've been feeding the rhythm, ja, also ich füttere den Rhythmus. Und Rhythmus, habe ich schon mal gesagt, ist eine Anekdote oder ein Synonym für Satan. Warum das so ist, brauche ich eine andere Sendung für, aber das ist halt ganz, ganz oft so, ja. Der Künstler ist letzten Endes nur der Artist, im wahrsten Sinne des Wortes, der da rumtanzt, der an den Strippen hängt. Deswegen ist Artist eigentlich auch ein sehr, sehr interessantes Wort, ja. Und ja, I've been feeding the rhythm hieß jetzt im okkulten Kontext, ja, ich füttere Satan, ja, ich füttere die dunkle Seite, ja. Gut. Und jetzt mal den deutschen Text. Wenn du willst, bekommst du eine Dampflok. Du musst nur ein entsprechendes Gleis auslegen und wenn du für einen blauen Himmel sorgst, dann bekommst du auch ein entsprechendes Flugzeug dafür. Also fängt völlig harmlos an, ja. Anruf genügt, ich werde genau das sein, was du gerade brauchst. Na, also hier, ja, ruf mich an. Also, wenn du willst, bekommst du einen großen Schopflöffel, der geht rauf und runter und kommt überall hin. Du könntest aber auch einen Autoscooterwagen haben, denn das Vergnügen beim Zusammenstoß ist bekanntlich grenzenlos. Also, es klingt sogar noch toll und reimt sich auch noch auf Deutsch. Also, ganz toll, ne? Ich wäre so gern dein Vorschlaghammer, warum rufst du mich nicht an? Komm, lass mich dein Vorschlaghammer sein, damit ich meine Aussage bekräftigen kann. Führe mich zu deinem Früchtekorb und ich werde deine Honigbiene sein. Öffne deinen Früchtekorb mit der allersüßesten Frucht. Komm, ruf schon deinen Vorschlaghammer an, damit die liebe Seele ihre Ruhe hat. Ich bin dein Vorschlaghammer, daran sollten wir keinen Zweifel lassen. Ich bin aus dem Trott ausgebrochen, ich habe meine alte Haut abgestreift. So, da müsste jetzt eigentlich Klick machen, ne? Wir taumeln in etwas ganz Neues. Ich zeig's dir, du zeigst mir. Entschuldigung. Ein Verlegenheitsräusper. Ja, ja, genau so, ich meine dich, nur dich. Jetzt hast du es kapiert. Sorg du für die Schubkraft, ich halte den Rhythmus. Ja, 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 das machen wir jetzt Tag und Nacht so.
Ja, ich finde, ja, der Text, der klingt auch wirklich nett in Deutsch, ne? Also, wenn er das einer Siebenjährigen vorträllert, dann hat sie da keine schlechte Meinung für, glaube ich, ne? Ja, so. Es war Nummer 1 in USA. Ja, es war so erfolgreich, dass dieses Video rauf und runter gespielt worden ist und Peter Gabriel einfach über Nacht eigentlich aus dem Schatten rausgekommen hat, dem Motto: Ja, das ist so ein bisschen ein Geheimtipp, ja, auch dann in Richtung Hitparaden und Auszeichen. Ja. So, und das ist jetzt folgendermaßen deswegen interessant, wenn er jetzt mal etwas runterscrollt. Ja. Dieses Video ist so einflussreich und ist bis heute, ja, das meistgespielte Video aller Zeiten auf MTV. Da habt ihr das Logo von MTV. Ja? The most played music video to date. Das ist rauf und runter gelaufen in den 80er, 90er Jahren. Ja? Bis heute noch. So. Und dieses Video wurde jetzt fast ausschließlich in Stop-Motion-Animation erstellt. Das heißt, man hat Knetfiguren. Und man muss also Einstellung für Einstellung muss man jetzt diese Knetmassen verändern. Und der Künstler muss natürlich dabei ruhig liegen bleiben oder wird halt noch geschminkt und so weiter und so fort. Das ist eine wahnsinnige Arbeit. Und gemacht hat das damals die damals sehr, sehr unbekannte Firma Aardman Animations. Ja, die Firma, die später beispielsweise die ganzen Wallace und Gromit-Filme gemacht hat, wovon ich beispielsweise ein totaler Fan von bin. Ja, also der Nick Park hat das gemacht und dessen Firma ist damals auch abgebrannt vor ein paar Jahren. Und ich war damals sogar noch im Kino drin, wo Wallace und Gromit auf der Jagd nach dem Riesenkaninchen waren. Und ich war da, glaube ich, schon über 14, habe mich also noch nicht geschämt, dass ich da in so einem lustigen Film drin saß, weil diese Arbeit, die die Leute machen, diese Dedication, diese Hingabe an ihre Kunst, das ist wirklich schon außergewöhnlich. Also das ist kein normaler Zeichentrick. Das ist halt wirklich richtig Handarbeit, ne? Und deswegen sieht das Video auch einfach so einmalig aus, ob man das Lied jetzt mag oder nicht, aber es ist halt wirklich ein wahnsinniger Kunstausdruck schon. Ne? So. Na, im nächsten Bild seht ihr beispielsweise hier mal einen Eindruck hier von Wallace und Gromit. Das sind die beiden. Die kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Serien, beziehungsweise oder den Mond, wo es dann der Mond aus Käse besteht und dann die beiden zum Mond fliegen. Ist das auch wieder so eine totale Veräppelung der NASA natürlich. Ne? Und auf dem nächsten habt ihr dann beispielsweise hier Shaun das Schaf. Das ist ja nur wirklich bekannt. Also das kennen auch Leute von euch, die nicht in der Musikindustrie irgendwie unterwegs sind. Ne? So. Und diese Firma, die das beides hier zu verantworten hat, die heißt Aardman. Guckt euch mal das Video an, Logo an. Das ist das Logo von Aardman. Kein Zufall, ne? So, und auf dem nächsten Blatt seht ihr dann halt die Filme, die die gemacht haben. Chicken Run, Hen Rennen, kennen viele von euch bestimmt. Wallace und Gromit, die Piraten, Shaun das Schaf. Und der neueste Film von denen heißt auch noch unbedingt Early Man, Steinzeit bereit. Den kenne ich selber nicht, ne? Aber da seht ihr nochmal eine Übersicht und da seht ihr auch, warum die so erfolgreich sind. Ja. Die haben ja in ihrem Logo schon quasi den Erfolg gepachtet. Ja, das ist also echt, das ist schon nicht mehr lustig, was manche Leute sich da jetzt aussuchen an Logo, als wenn es nichts anderes gäbe auf diesem Planeten. Ja. Und das ist eben nicht durch Zufall nur ein fünfeckiger Stern. Und ob er den jetzt hier richtig rumdreht oder andersrum dreht oder an welchem Winkel er den dreht, ich hätte jetzt hier 10 Kreise reinmalen können. Das kann man mit Winward, kann man den Stern einfach so lange drehen. Man kann die Ecke noch ein bisschen gerade krumm machen. Das ist egal, ihr wisst, was es aussagt. Ja. Wenn ihr nicht das wisst, dann schaut euch bitte die Folgen 3, 4, 5 an der Agenda. So, und daher darf natürlich auch deren Werbung für die Evolutionstheorie nicht fehlen. Das ist jetzt dieses neueste Plakat hier. Early Man, ja. Stein gegen Bronze, ein Kampf der Zeitalter sozusagen. Ach, das ist alles letzten Endes Indoktrination auf einem hohen Level, aber wird halt einfach protegiert, ne? So, und ich habe ja schon mal gesagt, Sledgehammer selber könnte aber auch was anderes bedeuten, nämlich Sledgehammer auseinandergeschrieben. Das seht ihr im nächsten Bild. Da seht ihr eben diese bekannte Fernsehserie Sledgehammer aus den 80ern. Dieser wild gewordene Polizist, der immer mit seiner Knarre spricht. Und ja, so sieht die Geschichte halt aus, wenn es halt Sledgehammer wäre und eben nicht Sledgehammer Vorschlaghammer. Ne? Auf jeden Fall, ihr seht in jedem Falle irgendwo gewalttätig. Ne? Hat eben mit Liebe, Kindern, Hingabe, Pflege nichts zu tun. So, jetzt kommen hier in die Videosequenzen. So fängt es an, ganz bescheiden, und so geht es dann weiter. Ja, das ist also wirklich jetzt hier in Stop-Motion gefilmt. Das heißt, ihr habt jetzt hier Show Me Round Your Fruit Cage, kommt dann genau dann, wenn jetzt hier dieser Fruchtkorb da ist. Ja, und bei Frucht, naja, ne?
Hütet euch aber vor falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, und den Vorschlaghammer, den seht ihr jetzt auf dem nächsten Bild. Und dann seht ihr also hier, der ist dann selber irgendwo so ein bisschen behämmert, der gute Peter, und haut sich dann da, und dann entsteht plötzlich aus seinem Kopf dann irgendwie eine lebendige Figur, was natürlich dann auch völlig eine Banane ist irgendwo. Aber wie gesagt, ist halt alles Kunst, da ist alles erlaubt. Interessanterweise fängt dieses Lied auch noch ausgerechnet mit einer Panflöte an. Was jetzt auch wiederum ein kleiner Hinweis darauf sein könnte, dass das, was darauf erfolgt, dann vielleicht die einen oder anderen doch in Panik bringen könnte. Ja, das ist natürlich toll jetzt. Ja, auf jeden Fall kommt wirklich eine Panflöte da drin vor am Anfang. Und passt, das ist ein halt, guter Regisseur, ne? Das ist super, ja, das ist echt schon klasse. Also. Und dann noch, wenn man dann noch die Zeit und die nicht bezahlten Überstunden auch noch rechnet, das ist echt ganz tolles Verhältnis. Ja. Ja, auf dem nächsten Bild seht ihr halt hier, dass eben die Geschichte mit dem If you lay down your tracks, ne, yeah, I could be your steam train, ne, das ist ja genau die Geschichte mit der Eisenbahn, mit der Dampflok, ne, das seht ihr jetzt hier. Es ist ganz toll gemacht, es ist gar keine Frage, ja. Aber wir kommen gleich zu dem Punkt, wo es dann nicht mehr auf, wo es dann aufhört, toll zu sein. Ne? Und hier jetzt hier mit dem Car-Bumping und die küssen ihn dann, die kleinen Autos, das ist alles total allerliebst, ne? Es ist dann allerliebst und er grinst dann da rein und er ist ja so sympathisch und alles sieht erstmal gut aus bis zu dem jetzigen Zeitpunkt. Da sehen wir nämlich schon Yin und Yang, also hell und dunkel, ja, und halt ein heidnisches Symbol sozusagen aus dem asiatischen Raum vor allen Dingen. Und wir sehen auf der linken Seite, sehen wir Spermien. Und da können wir ja schon mal vermuten, dass es dann dort tatsächlich diesen sexuellen Hintergrund hat. Das wissen wir ja sowieso schon. Unten drunter ist auch noch die See. Könnte ja auch eben für Fruchtwasser stehen, ja. Und das ganze Video ist also völlig, völlig farbenfroh und ganz toll und ganz super, ja. Bis der Zeitpunkt kommt, wo Peter Gabriel völlig erschöpft und ermüdet ist, ja, und wo jetzt der Jörg im vollen Besitz seiner geistigen und physischen Fähigkeiten das Video abspielt, damit ihr jetzt mal hier seht, wie dieses Video endet von Peter Gabriel, Sledgehammer. Guckt euch mal die Referenz an, was er jetzt da veranstaltet. Ich habe dieses Video extra ohne Ton gespielt, damit wir hier keine Copyright-Infringements-Probleme bekommen. Ja, aber da müsstet ihr jetzt mal schauen, ja, da ist er jetzt müde, er dreht sich um, es öffnet sich ein Tor, eine Tür, und er steht dann da, ist erleuchtet und wandelt darum. Ja? Verschmelzt schon fast mit seiner Umgebung, ja? Und verschwindet da einfach im Dunkel. Und da seht ihr nochmal diese Handbewegung sozusagen des Hammers, des Sledgehammers, ja, zum abklingenden Tanzbeat. Wenn wir uns jetzt nochmal angucken würden und dann halt mal stoppen bei der Frequenz, wo ich sage Stopp, ja, da seht ihr jetzt, also wie gesagt, er tut jetzt so Stopp, Stopp, Stopp. Ja, das war jetzt schon zu spät. Also klar, das kann man nicht so genau timen. Der J versucht ja wirklich sein Bestes, ich weiß das. Ja, da sehen wir jetzt schon, er ist jetzt müde, er ist quasi in einem schlafenden, schläfrigen Zustand. Ja, sitzt jetzt da in seinem großen Sessel, ist da völlig entspannt und es passiert Folgendes, er dreht sich um, der Sessel dreht sich um Richtung Wand, ja, und dann kommt plötzlich eine Tür, die vorher nicht da war. Das heißt, mit dieser Tür ist okkult angezeigt, da kommt eine andere Ebene. Ihr seht auch draußen, da ist dunkel, also vermutlich Nacht, er schläft, er ist müde. Es macht sich ein Tor auf, es macht sich ein Portal auf zu einer anderen Welt. Er geht da durch, ihr seht, dass er da durchgeht, weil er sich jetzt aus seinem Sessel erhebt. Er ist mit Glühbirnen oder irgendetwas Leuchtendem, Reflektierendem bestückt. Ja. Und er ist jetzt was? Ja, er trägt dann Glühbirnen, genau wie da eine andere Gruppe das zum Beispiel also dann ihm nachgemacht hat, 2, 3 Jahre später. Und er ist jetzt da der Lichtträger. Er ist dasselbe, was er letzten Endes in dem Auftritt vom Rockpalast dann uns schon mal gezeigt hat mit den Taschenlampen. Ja? Das ist das Ende von Sledgehammer. Das ist das meistgeschaute Video bis heute up to date auf MTV. Und ich garantiere, 99,9% der Leute haben keine Ahnung, was er am Ende macht. Und das ist das, was er macht. Und das ist die Botschaft hinter diesem Lied. Ja, das ist seine Verneigung vor demjenigen, dass er halt denkt, er ist einer der Erleuchteten. Und das kann ich in einem anderen Video sozusagen zeigen, dass er sich halt für total smart hält. Warum? Na, weil der Mensch wahrscheinlich viele spirituelle Erlebnisse hat und weil der Mensch natürlich auch sehr viel
Background hat, sehr viele Freunde, die ähnlich so denken wie er. Deswegen hat er auch dieses Producer- und Musikerteam und auch mit Kate Bush befreundet und so weiter und so fort. Ja, das sind alles halt Leute, die auf einer ähnlichen Ebene sitzen und arbeiten. Und wie gesagt, der Mensch wird sicherlich ganz viele Erfahrungen haben. Der ist nicht dumm. Ja, und der hat natürlich auch viele Beziehungen und hat sicherlich auch viele okkulte Bücher gelesen, solche ganzen Dinge. Ja, sonst würde er nicht jemand, der unglücklich ist, eine unglückliche Dichterin, die einen Pulitzerpreis bekommen hat, deren Poesie jetzt so toll finden und da noch ein Lied von machen. Und also das sind, oder Milgrams Experimente toll finden. Das heißt, dieser Mensch liebt psychische Experimente. Ja, das ist das Ding dabei. Das heißt, er liebt ja genau diese Zustände, was er schon mal gesagt hat, wo wir schon mal eine Lesung von gemacht haben, wo er gesagt hat, diese Ausnahmezustände, ja, dieses on the edge oder sowas hat er, glaube ich, gesagt. Also hier so auf der Klippe zu sein, also so, ja. So zwischen allen Zuständen zu sein, Borderline zu sein, solche ganzen Sachen, das findet er total faszinierend. Und das kann man natürlich durch Musik ausdrücken, durch Drogen ausdrücken. Und was er da seht, ist, er beschreibt euch letzten Endes und sagt, ich gehe hier durch die Wand sozusagen, ja, und betrete eine ganz andere Welt, ja, durch ein Portal und bin dann plötzlich ein erleuchtetes Wesen. Das ist das, was er damit aussagt. Ja? Die Wand, diese Tür, die war ja vorher nicht da, die kommt dann plötzlich, während er schläft. Das heißt, er beschreibt letzten Endes, dass er im Schlaf, im Unterbewusstsein, wie auch immer man das jetzt sagen will, somnambuler Zustand und, ja, dass er da halt ein erleuchtetes Wesen ist und dass er da halt eine andere Welt betritt. Das ist das, was dieses Video am Schluss aussagt. Ja. Ist eine Tür und eine Tür steht natürlich wofür? Ne? Klar. Und damit ihr da jetzt auch eine entsprechende Referenz habt, können wir gerne im Skript weitermachen, nachdem ihr jetzt wisst, warum Sledgehammer so einen großen Erfolg gehabt hat. Ne? Er hat ja seinen Meister gehuldigt mit diesem Video. Ja, so laufen die Geschichten halt, meiner Meinung nach. Hm? So, da seht ihr jetzt hier mal einen Vergleich aus einer letzten Pink Floyd-Lesung, aus der Lesung Nummer, ich glaube, 22 oder sowas. Oder 23, Pink Floyd Live-Album, The Delicate Sound of Thunder, also der delikate Klang des Donners. Da seht ihr dieselbe Referenz, nur dass der Typ eben da die Stromrechnung nicht bezahlt hat und dass es eben im Tageslicht ist. Ihr seht also einen mit Glühlampen bestückten Menschen, der ist also ein Lichtträger, ja, und der guckt einen anderen Mann an da hinten, der von Krähen oder von Dunklen, von irgendwelchen Vögeln umgeben ist. So, und dann habt ihr ja eine Referenz, glaube ich, wo ihr ja schon wisst, dass Lucifer damit gemeint ist und der andere, der erhöht steht, ist halt derjenige, der auf dem Berg steht, da sind wir schon wieder bei dem Berg, da sind wir schon wieder bei der Erhebung und das könnte natürlich dann sein, dass er auch damit halt die Referenz nimmt, Lucifer Satan. Wenn ihr seht, dieses Album ist von 1988, also 2 Jahre später als Sledgehammer, ja, wer hat von wem abgekupfert? Ne? Ich würde mal sagen, Pink Floyd von Peter Gabriel. Jetzt glaubt man nicht, dass die sich nicht alle kennen, auch wenn die nicht vielleicht zusammen musizieren. Ja, so, und wofür die Krähen da symbolisch stehen, da verweise ich dann mal auf Lesung Nummer 26 mit Alan Parsons Project Arabe. Das heißt, ich sage jetzt, wir haben ja dauernd jetzt die ganzen Querverweise. Mittlerweile macht es ja jetzt schon Spaß bei der 74. Lesung, weil wir jetzt sagen können, hatten wir schon, können wir abhaken, können wir die Referenz legen und die Referenz legen. Und das wird jetzt immer öfter der Fall bei Peter Gabriel, weil wir halt einfach schon eine ganze Menge besprochen haben. Ne? So, und mal Vergleich dazu, 1986 ging der Preis an, Video des Jahres, MTV, na, an wen? Kennt ihr den? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? An die Gruppe AHA. Und AHA ist jetzt eine norwegische Gruppe und AHA, da war doch mal was, ja, genau, ja. Eine norwegische Gruppe, die ganz, ganz viel Erfolg hatte, irgendwo in den 80er Jahren, so mit richtig deftiger Popmusik, richtig melodisch, so ja, ganz tolle Geschichten gemacht damals. Und AHA hat jetzt hier 1986 den Preis bekommen. Die haben 80 Millionen Tonträger verkauft, lese ich gerade, 80 Millionen. Und der Frontsänger von denen, der Morten Harket, das war das totale Teenie-Idol damals. Ne? Und Idole sollen wir ja nicht haben, aber da sind die Teenies also reihenweise schwach geworden sozusagen von. Ne? So, und eben diese AHA war eben der Gewinner damals gewesen, ein Jahr vorher vor Sledgehammer. Ja? Der Punkt ist, womit die beiden jetzt zu tun haben, ist eben nicht die Musik, sondern Video. Ja, weil ich habe ja schon mal gesagt, wir müssen jetzt mal so ein bisschen mehr auf die Videos eingehen. Und der größte Gewinner damals war eben diese Gruppe, die haben 8 von 11 Auszeichnungen bekommen. Und dieses Video, worum es geht, ist Take On Me. Ja, und ich muss jetzt leider den Marius enttäuschen, der gestern Abend in einer Bibellesung oder in einer Lesung von unserem Kanal da in unserer Bibelgruppe sozusagen da gesagt hat, ja, ich hoffe, ich habe jetzt sage jetzt nichts Falsches, wenn ich mich als AHA-Fan sozusagen oute. Und habe ihm gesagt, du, da hast du völlig ins Klo gegriffen.
Denn es hat jetzt nichts mit den Texten zu tun von Aha, mit diesem Lied Take on Me. Es hat viel mehr damit zu tun, dass in diesem Lied eine gewisse Agenda durchgedrückt wird, worüber wir uns und auch ich mich damals 1985 überhaupt nicht im Klaren drüber gewesen bin, ja, was damit gemeint ist. Ich fand, das hat einfach cool und toll gemacht und es war damals einzigartig. Es gab nur zwei Künstler, die das gemacht haben. Der zweite Künstler ist Nick Kershaw bei Wouldn't It Be Good. Der hat da so in sein Gesicht dann so quasi so einen Fernseher integriert, ja, dass er halt sich da bewegt hat und in ihm selber sind dann Bilder projiziert worden. Bei Aha ist es noch ein bisschen trickiger. Aber wer die Referenz jetzt nicht versteht, der hat wirklich noch keine große Gender-Agenda-Folgen bei uns gesehen. Es geht sich hier immer um Jesus Christus und es geht sich immer um alle gegen Jesus Christus. Und Satan bietet alles auf an Künstlern gegen Jesus Christus, um seine Agenda durchzudrücken. Deswegen heißt die Agenda auch Satans Musik. Und deswegen Vorhang auf für Aha. So, das ist die Gruppe bei der Preisverleihung 1986, Take on Me, Most Experimental Video. Diese Auszeichnung haben sie auch noch bekommen. Also, die haben verschiedene Auszeichnungen bekommen für dieses Video. Und ihr seht da, der Typ, der kaum bekleidet ist, da ist dieser Morten Harkett und der freut sich also ganz, ganz dolle. Und ja, und dieses ist eben Take on Me. So, nächstes Bild. Ja, das sehen wir jetzt nur ein Standbild aus Take on Me, wo jemand, also es ist eine Dame, kann ich jetzt schon mal sagen, ihr seht ja, aha, Simon Fittich sowieso Productions, Take on Me, Warner Brothers, Best Video. Da geht jetzt eine Frau hin, die sitzt im Restaurant und krallt sich jetzt so ein Blatt aus dem Papierkorb. Das ist das, was dieses Bild aussagt. Es war zu der Zeit, wo es noch kein HD gab. Es tut mir jetzt leid für die Leute, die sagen, ich kann ja nichts erkennen. Ja, geht nicht anders. Habe ich nicht anders, kann ich ja nicht anders zeigen jetzt hier, aber ich kann es ja wenigstens beschreiben. Also, ein Mädchen sitzt ganz alleine und verlassen in einem Restaurant und greift sich irgendetwas aus dem Papierkorb. Da gucken wir uns mal die nächste Geschichte an. Legst du das auf den Tisch und was passiert? Na, was könnte das bedeuten? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben 100 Gender Agenda Satan und die Musikindustriepunkte. Also, wenn ich dieses Bild jetzt noch kommentieren muss, dann seid ihr auf dem falschen Kanal. Und so komplett entgeistert, wie die Dame da jetzt guckt, ja, passt genau ihr Gesichtsausdruck zu dem, was da jetzt vor sich geht. Ja, da seht ihr sogar noch die Bewegung jetzt hier, ja, dass also diese von Geisterhand auftauchende Hand eben aus diesem Tisch, aus diesem Comic herauskommt und die Bewegung macht, hey, komm zu mir. Ja, genau du. Willst du ein A für Aha oder so? Oder ein H? Sesamstraße. Und dann sagt sie, ja, guck mal hier. Was mache ich denn da jetzt? Also, es schließt sich jetzt nahtlos an die ganzen Lesungen an. Es schließt sich beispielsweise hier an Pink Floyd Wish You Were Here. Cover. Ja? Wo die zwei dunkelhäutige Männer, einer ist in Flammen, ja, stehen da und schütteln sich die Hände. Was war das damals? Ja, genau. Ein Vertrag. So, und sie sagt, ja klar, ich vertraue dir, Mensch, du bist so ein toller Geist, du bist auf allen, hast du total weiße Weste und du bist auch ganz frisch gewaschen und so weiter, dir vertraue ich. So, und im nächsten Bild sieht man dann eben, wo dieser völlige Teenie-Schwarm, Morten Harkett da, hinter einem Spiegel steht. Spiegel ist eines der gefährlichsten okkulten Symbole überhaupt. Ja? Wir haben schon mal gesagt, oder ich habe schon mal gesagt, der Teufel dreht immer alles um. Deswegen will er auch die Schöpfung am liebsten umdrehen und eben zerstören und so weiter und so fort. In meinem Spiegel sehe ich nicht mein wahres Bild, sondern ich sehe mein Spiegelbild. Mein Spiegelbild ist immer spiegelverkehrt. So, und jemand, der verkehrt ist, von Anfang an der Vater der Lüge, in Johannes Kapitel 8, Vers 44, ihr seid vom Vater der Lüge, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Der verdreht immer alles und deswegen ist Spiegel einer seiner absoluten Highlights. Wenn ihr mal dran denkt, beispielsweise an ein ganz, ganz berühmtes, bekanntes Märchen, was da heißt, ne? Spieglein, Spieglein an der Wand, ja, wer ist denn der Schönste im ganzen Land, ja, dann überlegt doch mal bitte jetzt hier, was dieser Spruch aussagen könnte, ja, das habe ich jetzt gerade auch jetzt im Kopf gerade, ne? Spieglein, Spiegel an der Wand, wer ist der Schönste im ganzen Land, ja, überlegt doch mal bitte, in Hesekiel 28, 13 wird Satan als intelligent und wunderschön und perfekt beschrieben, also wer ist denn der Schönste im ganzen Land? Satan. Warum ist er der Schönste? Weil ihm alles Materielle übergeben ist. So läuft der Hase im Pfeffer. Und deswegen habt ihr bei Spiegel eine Reminiszenz an Satan. Und auch bei den Märchenspiegeln an der Wand habt ihr eine Reminiszenz an Satan. Denn Eitelkeit ist keine Tugend.
Eitelkeit ist letzten Endes eine Selbstverliebtheit und wir sollen den anderen genauso lieben wie uns selber. Also steht uns Eitelkeit überhaupt nicht zu. Das ist doch der Punkt, den man auch mal sehen will, sehen muss, beispielsweise, dass es jetzt auch in Märchen eine sogenannte Wahrheitsebene oder eine Wahrheit gibt. Und dieses Märchen jetzt hier, Grimms Märchen, ja, Spieglein, Spieglein an der Wand, ja, ist halt letzten Endes nur eine Geschichte über Eitelkeit, ja, wo halt plötzlich dann die Dame da halt, wo der Spiegel da plötzlich mal sagt, nö, du nicht, ne? Da kommt der andere überhaupt nicht mit klar. Warum? Ja, weil er eben nicht im Geist Jesus Christus ist. Dann würde er sagen, ja gut, es gibt immer irgendjemand, der schöner ist und ich werde ja auch älter und so. Ne? Aber da haben die Leute ein Problem mit. Die klatschen sich dann tonnenweise irgendwelche Schminke und Make-up und Gedöns und Tattoos auf die Haut, nur um sich zu unterscheiden. Und heutzutage ist ja der Gag schon so, die Leute unterscheiden sich, wenn sie kein Make-up haben oder wenn sie kein Tattoo haben. Das verstehen aber dann die meisten irgendwo nicht. Ich kenne so viele Menschen und so viele Frauen auch, die sind naturschön, die brauchen so einen ganzen Blödsinn überhaupt nicht. Aber gut, das war jetzt eh mal so meine 2 Minuten über den Spieglein, Spieglein. Wer ist die Schönste im ganzen Sand, ja, und so weiter, sag es, und so weiter, ja. Also. So, da seht ihr jetzt beispielsweise mal die umgekehrte Rolle. Sie steht jetzt quasi da jetzt als rein, also er steht jetzt als Zeichnung wieder da auf der anderen Seite des Spiegels. Also eine ist die reale Welt, das ist da, wo sie steht, ja. Und einmal ist die fiktive Welt oder die Traumwelt oder, ne, wie ihr euch das aussuchen wollt, die schwarz-weiße Welt, ja. Das ist da, wo der Morten da steht und sagt, hey, komm her, ne? Ich finde dich toll, ich finde dich schnuckelig, ich möchte dich auch gerne zu einer Bleistiftfigur machen. Ja, machen wir mal weiter beim nächsten Bild. Ja, da seht ihr jetzt wieder, da jetzt ist sie jetzt auf der anderen Seite des Spiegels. Eine Seite des Spiegels ist immer schraffiert, ist immer dunkel, ist halt immer farblos sozusagen. Und die andere Seite des Spiegels, da ist immer so das, was der andere dann halt als Bild abgibt. Ja, es ist auch eine schöne Allegorie, dass man sieht, guck mal hier, ja, es gibt nur eine wahre Seite und es gibt halt eine verkehrte Seite oder eine unnatürliche Seite sozusagen. Das wird damit ja auch ausgesagt, ne? Da kann man jetzt noch so viel zu erzählen zu den Spiegelgeschichten. Aber ihr seht, dieses Thema ändert sich jetzt halt nicht. Ja, egal, von welcher Warte wir aus schauen. Ja, eine Seite ist halt immer schwarz-weiß und halt farblos und, wenn wir so wollen, tot, weil da ist kein Leben drin. Ja, da ist halt einfach kein Blut. Ihr seht kein Blut, ihr seht keine Hautfarbe, ihr seht keinen Staub. Aus Staub seid ihr genommen und zu Staub sollt ihr werden. Ja, und Staub, deswegen unsere Hautfarbe ja auch so bräunlich, der Erde entsprechend, da wir sie aus Erde genommen sind und eben nicht irgendwo am Zeichenbrett entstanden sind. Wir sind eben nicht, und jetzt kommt die nächste Allegorie, wir sind eben nicht vom großen Architekten des Universums, vom Gaoto geschaffen worden, ja, als irgendwo Reinzeichen auf ein Reißbrett. Der Punkt, der wird uns noch bei einer anderen amerikanischen Künstlerin auch noch dazu Pass kommen, sondern wir sind eben von einem lebendigen Gott geschaffen worden. So, und da siehst du jetzt, dass sich die reale Welt und die Geisterwelt, wenn du das mal so willst, eben überhaupt nicht, überhaupt nicht vertragen, ja, weil halt, ja, eine Seite halt ist die. Nur in der wirklichen Welt gibt es halt wirklich echte Menschen und alles andere in der Geisterwelt ist halt so schraffiert und da ist halt die ganze Lebendigkeit eben nicht mehr da, weil der Mensch eben dann nur eine Karikatur ist. Ja? So, und da seht ihr jetzt, die beiden nähern sich immer weiter und er versucht alles, um sie zu überzeugen, noch auf seine Seite zu kommen. Jetzt überlegt euch mal bitte die Allegorie mit To the Other Side. Wie bei Silke Bischoff beispielsweise, bei dem arm getöteten Mädchen aus diesem Raubüberfall von dem Geiseldrama von Gladbeck, die da durch die Schüsse, man weiß nicht von wem, einmal umgekommen ist. Ja, da hat dann die Gruppe sich auch Silke Bischoff genannt und dieses Lied gemacht, On the other side I'll see you again. On the other side we will walk in hand. Und zu dieser Zeitpunkt war die Silke Bischoff schon lange, lange tot. Also ist die Other Side immer, und das gibt es ganz viele Referenzen dazu, ist die Other Side eben auch immer völlig negativ gemeint. Es ist immer das Totenreich. Wenn es ein Totenreich denn gäbe, aber das gibt es halt in der Bibel nicht, die Toten schlafen. So, und da seht ihr jetzt Folgendes, was passiert. Auf einer Seite der Spiegel tobt also das quasi das Leben, auf der anderen Seite des Spiegels erscheint dann jetzt plötzlich eine zweite Figur, die noch etwas in der Hand hat. Ich sage jetzt nicht, dass es ein Sledgehammer ist. Ne? Das ist halt eher hier so eine Schraubzwinge oder irgendwas ähnliches, was er da hat, ja. Da kommt also jetzt irgendetwas in eine Gefahr zu, da kommt also quasi jetzt so, übertrieben gesagt, der sichtbare oder unsichtbare Dritte dazu. Also ihr wisst immer, drei sind einer zu viel, ja, und der Dritte bei einem Liebesspiel ist halt so eine Ménage à trois, kann halt ganz, ganz böse enden. Da kenne ich einige Beispiele zu.
So, und da seht ihr jetzt Gefahr erkannt. Ja, und was macht jetzt hier der Morten? Ja, der sagt, hey, ich habe einen Trick, ne? Du brauchst nur bei mir rüberzukommen und ich finde einen Ausweg für uns. Also da sagt jetzt die dunkle Seite, wenn wir so wollen, ja, sagt jetzt hier der lebendigen Seite, also dem armen, unschuldigen Mädchen, das eigentlich für alle steht, die sich mit der okkulten Welt überhaupt nicht auskennen, die sagt jetzt der, du, pass mal auf, ne? Hey, ich habe hier direkt den Ausweg, wenn wir Probleme bekommen und so weiter, vertrau mir, ihr werdet gewiss nicht sterben, sagte die Schlange zu Eva, ihr werdet sein wie Gott. Ja. Und da haben wir doch schon mal eine super Allegorie für ein schwarzes Loch, oder? Hm? Also schwarzes Loch ist nicht nur diese Antimaterie, sondern schwarzes Loch ist halt auch irgendetwas, wo jemand drin verschwinden kann. Like black holes in the sky, so wie Pink Floyd sagte. Ja, was ist denn, wenn man sich einen Totenkopf anschaut und wenn man den Totenkopf dann mal anguckt, wo da die Augen gewesen sind? Ja, das sind dann Höhlen, ne? Das sind dann auch wie black holes in the sky. Das ist immer eine total negative Geschichte. Und jetzt kommt eine super Besonderheit. Und jetzt strapaziere ich eure völlige Aufmerksamkeit. Es tut mir leid. Jetzt wird der Schwenk gemacht in diesem Video von AHA auf den Deckenventilator in diesem Restaurant. Ihr seht da rechts noch eine Neonröhre der 80er Jahre, also ohne IP-Klasse, also ohne Feuchtigkeitsschutz darüber und so weiter und so fort. Und dieser Ventilator dreht sich augenscheinlich, weil ihr seht ja die Drehbewegung, ne? So, und das ist eine Reminiszenz dafür, dass jetzt irgendetwas passiert. Denn es ist nicht nur so im Neuen Testament, dass da drin steht, dass Jesus Christus bezeugt bei Lukas 10, 18, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, sondern Satan ist auch deswegen der Blitz vom Himmel, weil das Symbol der Elektrizität oder für die Elektrizität ein Blitz ist. So wie beispielsweise in Kiss alten Symbol mit den SS. Ja, dieses aussieht wie die Siegesrune, nicht Siegesrune, sondern Siegesrune. Oder halt im Symbol von AC/DC und auch von einigen anderen Bands auch. So, und das steht eben für Elektrik. Ja? Und man kann auch durch Strom töten, man kann durch Strom kein Leben schaffen, so wie bei Frankenstein, sondern man kann durch Strom töten, so wie beispielsweise jetzt in den Gefängnissen in den Vereinigten Staaten, wo die Todesstrafe immer heute auch noch ein aktuelles Thema und immer noch durchgeführt wird. Ja? In einem angeblich christlichen Land, ja, ist klar. So, und deswegen, also Deckenventilator steht für Folgendes. Für Strom, nee, bitte noch nicht. Ja, für Strom, Nummer eins. Nummer zwei, für die Bewegung in der Luft. Ja, so, und drei letzten Endes für ein kommendes Ereignis sozusagen. Ventilatoren, Deckenventilatoren sind nicht ungefährlich, wenn du da dran kommst. Und wie gesagt, wir haben hier die Reminiszenz Luftelement. Ja, und Strom. Das heißt, wir haben ja einen doppelten Verweis auf Satan, beziehungsweise den Fürst der Lüften aus dem Epheser-Kapitel, was der Jörg schon vorhin vorgelesen hat. So, und weswegen ich da jetzt so eben darauf insistiere, auf dieses Beispiel, ist, es gibt ein ganz, ganz prominentes Element, was genau diese Reminiszenz hat. Und das ist die Sendung oder die Serie Twin Peaks. Im nächsten Bild. Da seht ihr jetzt das Opfer damals, wie heißt sie jetzt nochmal? Jetzt komme ich nicht drauf. Laura Palmer, ja, die da jetzt also dann in ihrem Haus plötzlich völlig entgeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt hochguckt auf den Weg nach oben zu dem Deckenventilator. Ich weiß, dass es jetzt für 90% der Leute da draußen jetzt völlig surreal wird, aber das ist egal. Das Video von AHA ist auch surreal und ist Video des Jahres geworden und auch aufgrund dessen, weil die Promotion machen für die Geisterwelt, für die dunkle Seite, für the other side. Deswegen haben wir dieses Video gemacht und das hat mit dem Text nichts zu tun, das hat auch mit dem Outfit der Jungs nichts zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass dieses Video halt einfach so völlig surreal ist und eben da diese Spiegelgeschichte zeigt und halt einfach eine Werbung ist, dass es da eine Welt draußen gibt, die es sich lohnt zu entdecken und dass man da halt einfach keine Angst haben muss, sondern einfach die Hand gibt zu jemandem, der dich in diese dunkle Welt reinzieht. Das ist der Sinn dieses Videos meinetwegen, oder meiner Meinung nach, und das ist genau dieselbe Geschichte wie Peter Gabriel. Ja, es ist wieder Werbung für Lucifer und seine Konsorten. Es ist nichts anderes. Und ob die Gruppe jetzt AHA heißt oder Blondie heißt oder Peter Gabriel heißt, ist völlig zweitrangig. Gut, schauen wir uns jetzt mal die weitere Geschichte bei Twin Peaks an. Ja, bei Twin Peaks guckt die Protagonistin da oben rein und plötzlich verändert sich ihr Gesichtsausdruck und sie wird also richtig so satanisch und man kann also wirklich sehen, wie die Zähne aufeinander klappern und wenn man Zähne zeigt, ist das ein Zeichen von Aggressivität, ja, Biss, ne? Was man halt Biss hat.
Und ja, mit Zähnen kann man halt auch an jemand anderen beißen und man kann auch Dinge zerkleinern. Und deswegen hat dieses Allegorie, dass man halt jetzt auch gewaltbereit ist. Ne? Das ist also jetzt eine Reminiszenz aus Twin Peaks hier. Wer jetzt meint, das wäre jetzt alles weit hergeholt, der kann sich aber diese Serie angucken und wird dann wahrscheinlich nur noch vor dem Fernseher sitzen und sagen, ich sehe hunderte Symbole und weiß gar nicht, was die bedeuten. Aber ich sag mal eins, zum Schulen ist diese Serie effektiv. Bis jetzt die allerbeste, die ich jemals gesehen habe. Ich gucke mir heute keine Serien mehr an. Aber damals, wo ich das noch gemacht habe, da habe ich mir natürlich auch so mal so Dinge angeguckt wie Akte X oder Twilight Zone und solche ganzen Dinge. Aber Twin Peaks hat halt wirklich alles geschlagen. Ne? Und warum, kann ich euch in den nächsten Bildern zeigen. Ja, da seht ihr jetzt nochmal diesen Deckenventilator. Ihr seht unten links auf der Zeitleiste, dass es eben dann halt immer so eine Geschichte ist, die dann auch fortwährend ist. Und ja, genau, erst zeigt er den Dings, der ist ja falsch reinkopiert. Ja, erwischt. Okay, so. Und wir machen erstmal weiter mit Aha, bevor wir gleich zu Twin Peaks nochmal kommen. Bei Aha ist jetzt folgendermaßen, beide schlüpfen durch dieses schwarze Loch, ja, und plötzlich klopft es an der Tür der Dame, die dann schon mittlerweile völlig entgeistert, im wahrsten Sinne des Wortes, zu Hause hockt, ja, und dann kommt dann plötzlich dieser Typ da rein, als Karikatur sozusagen, und klopft dann rein und gehen mal zum nächsten Bild, ja. Und haut dann mit dem Kopf gegen die Wand und nochmal und einmal nach links und einmal nach rechts und weil es so schön ist und er wärmt sich dann so richtig auf, ja. So, und nachher sind sie dann auf ewig zusammen und alles ist ganz gut. Wer jetzt denkt, das ist halt alles jetzt nur, ach, das war jetzt nur bei dem Video, das war künstlerisch. Haha, es gibt ein zweites Video von Aha, das heißt, die Sonne scheint immer auf dem Fernseher oder im Fernseher, ja. So, ich sehe da jetzt weder einen Fernseher noch eine Sonne. Das Einzige, was ich sehe, ist eine Kirche und ganz, ganz, ganz viele Puppen, ja. Wo eben Aha da musiziert. Ich sehe nur Puppen, ich sehe Schaufensterpuppen, ich sehe in Schwarz-Weiß, ich sehe Dunkelheit, ich sehe ein paar Fenster, ja, die nicht geöffnet sind, aber durch die Licht kommt, ja, die eben, wo etwas reinkommt, wo etwas reingelassen wird, eben das Licht kommt. Ja, aber diese Geschichte heißt immer noch, die Sonne scheint immer auf dem Fernseher. The sun always shines on TV. Sehen wir auch auf dem nächsten Bild. Ja, da steht also wirklich der Sänger da vor einer Riesenarmee von Schaufensterpuppen. Ja, was ist das denn hier für eine Allegorie? Das kann ja nur so sein, dass der Sänger sagt, okay, ich bin jetzt hier der Redner, ich bin jetzt hier der Prophet und alle anderen sind ja eh nur irgendwelche Marionetten, ja, die nach Belieben irgendwo hingestellt werden können. Die kriegen ja sowieso nichts mit. Ne? Das erinnert mich an diese drei Affen. Ich höre nichts, ich sehe nichts, ich rieche nichts. Ne? Ich kriege nichts mit. Ja, und solche total bescheuerten Videos, natürlich auf einem schwarz-weiß dekorierten Floor, Fußboden, der natürlich für Freimaurerei beispielsweise stehen könnte. Ja, sowas wird dann als Teenie-Gruppe verkauft und die Leute denken, oh, das ist eine künstlerische Ausdrucksform. Ich höre nichts, sehe nichts und sag nichts. Oder sag nichts, ja. Ja gut, ich rieche da auch nichts mehr. Wenn ich höre nichts, sehe nichts, sag nichts, genau. Genau, dann machen wir das nächste Bild. Ja, okay. Ja, okay, dann kommen wir noch später dazu. Dann weiß ich, dass der von Weiß mit Twin Peaks eben noch später kommt. Das tut mir jetzt leid, es kommt nämlich noch einiges auf euch zu. Ihr habt noch einiges zu ertragen da von mir. So, da sehen wir jetzt hier Big Time. Und zwar sehen wir jetzt hier das zweite Single von Peter Gabriel von Big Time. Ja, die ist noch besser eigentlich vom Video als Sledgehammer, finde ich. Ist ein absolut wahnsinniges Stück. Er zeigt eine Rose drauf auf seinem Cover. Was hat das mit Big Time zu tun? Nun, diese Rose ist komplett entfaltet und zeigt eben an, dass man komplett erleuchtet ist. Also in den gewissen Kreisen zeigt eben die rote Rose an, wenn die so komplett aufgeht mit den Blüten, dass man also jetzt komplett illuminiert ist. Das ist auch natürlich auch ein Symbol der Liebe, ganz klar. Und vielerlei Symboliken, also das Garten von Eden beispielsweise oder die hängenden Gärten von Semiramis und so weiter. Es hat ganz, ganz viele Ebenen, dieses Symbol. Aber er ist auf jeden Fall einer der Initiierten, der Herr Peter Gabriel. Warum das so ist, aha, da braucht ihr euch nur das Video anzugucken von Big Time. Big Time war jetzt ein mittelgroßer Hit, immerhin Nummer 8 gewesen in den Vereinigten Staaten. Aber es geht sich auch hier weniger jetzt um das Lied selber, ja, als jetzt um beispielsweise die Videogeschichten. Ich habe jetzt hier mal einen Videolink reingemacht, von dem ich weiß, dass der läuft, dass der funktioniert und da hört er dieses Lied. Das kann der Jörg mal eben abspielen, damit er dieses Lied überhaupt mal hört, damit wir nicht immer hier über trockene Materie jetzt hier quasseln, sondern halt dementsprechend jetzt auch mal ein bisschen Musik spielen können, ne? Ich habe gerade ein technisches Problem. Okay, aber das ist aber nicht so schlimm. Ja, das ist, nervt mich aber hier. Warum kriege ich denn das hier mit dem Stift das, nicht weg? Weil du das mit als PDF irgendwie kopiert hast, nehme ich mal an.
Ja, da geht es ja nicht drum. Jetzt geht das endlich. Ich wollte es aber nicht auf Internet Explorer öffnen. Das ist nämlich der blödeste Browser, den ich hier habe. Der braucht lange und alles. Also. Raus. Nee, ich habe das Grüne nicht weggekriegt, den Markierstift. Ja, habe ich gesehen. Ja, Leute, das ist live. Wir sind ja kein professionelles Fernsehstudio. Alles, was wir machen, ist live. Alles, was wir machen, ist kostenlos. Da könnt ihr jetzt Beschwerden schreiben, aber es gibt keinen Sender, der die beantwortet. Ja, da kannst du mal mitten reingehen, beispielsweise. Da kannst du mal sehen, beispielsweise, dass dieses Lied eine Besonderheit hat, und zwar folgendes. Ich glaube, mein Computer läuft sehr langsam hier. Ja, ich glaube, das hat jetzt wahrscheinlich in dem Moment jetzt mit dem langsamen Computer auch wirklich jetzt keinen Sinn, ne? Nee. Moment, Moment. Das Ding hier ist ja schon abgelaufen. Also Okay. machen wir das eben zu. Und dann müsste das ja eigentlich auch schneller gehen jetzt. Ich weiß nicht, warum der hier auf 90% dreht. Das ist ja mit der Kamera und Skype, sollte das ja eigentlich gar nicht so viel sein. Ich verstehe es nicht, weshalb der so hoch dreht. Ja, schon öfter gehabt, dass wir hier live ein Video spielen. So, ihr seht, dieses Lied ist sehr, sehr perkussiv. Das heißt, das ist ein treibender Rhythmus. Ja, Sledgehammer hat 94 Schläge pro Minute, Big Time hat 124. Also es ist ein super schnelles Lied. Worum geht es da bei Big Time? Es geht darum, dass man halt reich wird, berühmt wird, schön wird und so weiter und so fort. Darum geht es. Es geht um den puren, reinen Egoismus. Ja, reicht. Und ihr seht die Hi-Hat, das heißt diese Zimbel, die da oben links ist, die da dauernd anschlägt, ne? Dieses Ding, dieses helle, silber, goldene Ding da, ne? Dieses wird extrem groß betont. Und dieser Hi-Hat, diese Hi-Hat sozusagen, ja, das ist auch immer ein Markenzeichen dafür, wenn es irgendetwas ist, was in Richtung, naja, dieser Figur der Schlange geht, ne? Weil das Zischeln der Schlange kann beispielsweise auch ein Indiz dafür sein, dass jemand eine Hi-Hat ganz oft betont. Das ist auch eine Sache, die mir schon des Öfteren mal aufgefallen ist. Ne? Ja, so viel dazu. Jetzt kommen wir mal zu diesem ganzen Big-Time-Video sozusagen. Da habe ich jetzt mal einige Sachen hier vorbereitet. Und zwar geht es dann einfach mal los mit einer kompletten groben Übersicht. Ja, wo ihr mal seht, wie dieses Video jetzt hier im Skript selber mal abgebildet ist durch sechs einzelne oder neun einzelne Bilder. Das Video nicht weiterlaufen lassen? Nein, brauchst du nicht weiterlaufen lassen. Ja, du kannst natürlich im Hintergrund weiterlaufen lassen, aber ich glaube nicht, dass dein Computer das so gut findet. Ja, ich weiß nicht, der sollte ja normalerweise keine Probleme machen hier. Das andere Ding ist ja abgestorben. Dann lasse ich das weiterlaufen. Ich habe den Sound ein bisschen leiser gemacht. So, also kannst du Okay. ruhig Ja, schneiden. können wir am Skript weiterlaufen, sozusagen. Genau, da seht ihr jetzt beispielsweise mal, wie dieses Video sich entwickelt. Also ihr seht, das hat wieder mit Stop Motion zu tun. Das ist wieder sehr, sehr künstlerisch. Das ist extrem anspruchsvoll, das Video auch. Und dieses Video ist das erste Outing von Peter Gabriel oder das zweite nach Sledgehammer eigentlich, ja, wo er sich als okkult darstellt. Ja, da kann man weiter scrollen in dem Skript. Ja. So, da seht ihr direkt am Anfang irgendetwas, was halt aussieht wie ein Fernseher. Da haben wir direkt schon mal so eine Geschichte wie mit einem Auge und da haben wir schon mal eine Reminiszenz beispielsweise 1984, irgendetwas, was irgendetwas beobachtet. Ne? Also dieses komische Teil, was da ist. Und er scheint dann da auf. Also er ist dann letzten Endes, wird er irgendwie kontrolliert von irgendetwas, was einen Schwanz hat. Das ist ja schon mal die erste Geschichte. Ne? Irgendetwas, das mit einem Schwanz wedelt, ne, hat dann halt wieder Gabriel auf dem Schirm, sozusagen. Ja? Und er sagt jetzt hier: Ich bin auf meinem Weg und ich schaff's. Ich werde es jedem zeigen, ja. Ne? So, das ist erstmal die englische Übersetzung, die jetzt da ist. Das heißt, also dieses Lied dreht sich um alles Mögliche, eigentlich nur um ihn. I. Woher kennen wir das, ne? So. Und jetzt kommt es eben. Jetzt kommt es eben die Geschichte, die jetzt total interessant ist. Da müsstest du jetzt dann das Video verstoppen. Und du müsstest jetzt mal schauen, dass du das zweite Video, was ich vorbereitet habe, dass du das mal da einspielst. Das ist ein Video ohne Text. Das ist nur das Video, was eine gewisse Sequenz zeigt. Und ich werde das synchronisieren, auf Deutsch sozusagen machen, ja, und werde den Text da mal dran vorlesen, dass ich auf Deutsch euch sage, was er zu dem Zeitpunkt dann sagt. Ja, ich mache es erstmal in Englisch. Kannst du das mal abspielen, bitte? The place where I come from is a small town. They think so small, they use small words. But not me.
I'm smarter than that. I worked it out. I'll be stretching my mouth to let those big words come right out. I've had enough. I'm moving out to the city, big, big city. I'll be a big noise with all the big guys und so weiter. Ja. And I pray to be a God as I need it in the big church. Oder kneel down in the big church, big time. I'm on my way, I'm making it. So. Und das Ganze können wir jetzt natürlich auch mal in Deutsch ablaufen lassen. Ich wollte es jetzt nur mal machen, damit ihr seht, das ist wirklich kongruent, das ist deckungsgleich zu dem, was jetzt hier in dem Video gezeigt wird. Und dieses Video ist also sehr, 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 sehr aussagekräftig, wie ihr wahrscheinlich an der Symbolik schon gesehen habt. Ne? Wenn ihr dieses Video nicht überhaupt schon kennt, ist die Frage jetzt, das weiß ich natürlich nicht. So. Wenn ihr jetzt seht in dem Video, die deutsche Übersetzung lautet wie folgt: Ich bin schlauer, ich habe es begriffen. Ja. Und dann erscheint eben genau dieses Bild mit der Pyramide. Ja. Er hat ja zuerst gesagt, ich komme aus einer kleinen Stadt, das stimmt ja auch, ja. Die Leute sind so kleinlich da oder Kleingeister da, die benutzen nur kleine Worte, so einfache Worte. Aber nicht ich, ich bin schlauer als die. Ich habe es rausgefunden. Und dann kommt genau diese Pyramide mit dem allsehenden Auge da oben drauf. Und das ist halt ein, natürlich ein Symbol für den Dollarschein, auch ein Symbol für das allsehende Auge, für die Freimaurerei, Eye of Providence, Auge des Horus und so weiter. Also für einen heidnischen Gott, der dir alles ermöglicht in diesem Leben an Reichtum, an Macht, an Ruhm. Ja? Walk of Fame, wir erinnern uns, er ist in der Rock'n'Roll Ruhmshalle seit 2014, er hat es geschafft. Ja? So, und das ist natürlich die Reminiszenz zu dem Dollarzeichen auf der Rückseite. So sieht die Vorderseite aus und auf der Rückseite seht ihr also genau eben diese Pyramide, wo sich eben auch der obere Bereich der Pyramide eben absetzt bei der Strahlt. Und Strahlen ist natürlich klar, ist eine Reminiszenz an die Sonnenstrahlen. Denkt da mal an das Symbol der Jesuiten, IHS, ne? Iris Horus Set. Und da seht ihr halt unendlich viele Symboliken da drin und diese Symboliken haben alle ihre Bedeutung. Und diese Symboliken zeigen eben, dass die Gründung der Vereinigten Staaten eben alles andere als zufällig ist, sondern ein total geplantes, großartiges Unternehmen, was dann auch von Erfolg gekrönt ist, weil die natürlich die Unterstützung von ihrem Gott haben, dem sie vertrauen. In God we trust, ja. Es gibt so viele okkulte Sachen in diesem Bereich. Ich habe mir die nicht selber ausgemalt, sondern ihr könnt ja selber im Internet auf die Suche gehen. Da seht ihr schon, dass es halt einfach so viele Dinge gibt, die man damit machen kann. Und was hat bitte schön eine ägyptische Pyramide auf einen amerikanischen Geldschein zu suchen? Hm? Hat denn der Staat Ägypten beispielsweise jetzt irgendwo die Brücke von San Francisco auf ihrem Schein? Nein, haben die nicht. Ja, warum denn nicht? Hm? Heute ist doch e pluribus unum, heute ist doch in allem eins. Ja, anscheinend nicht. Interessanterweise ist jetzt auf diesem Dollarschein auf der Rückseite ist eine Eule drauf. Das ist die Eule, die wir vorher nicht gesehen haben oder nicht gefunden haben. Die brandberühmt berüchtigte Eule der Minerva. Im nächsten Bild genau da. Ja. Und die taucht dann da auf und die ist halt einfach Bestandteil davon. Und da er halt diese Pyramide verehrt, sonst hätte er den nicht gemacht und hätte nicht gezeigt. Und genau in dem Augenblick trifft die ein und zeigt ihr uns, wo er gesagt hat, ich habe es geschafft. Das heißt, er sagt uns damit an, dass er halt einfach zu den seiner Meinung nach Erleuchteten oder oberen 10.000, je nachdem, wie ihr diese Sache da deuten wollt, gehört. Ne? Ja, er spricht ja da von der Kanzel runter oder von der Pyramide runter. Ne? Und er überwacht ja alles von da oben. Also er gehört jetzt da zu den Eingeweihten. Ne? Ist jetzt völlig egal, ob er die Leute Illuminaten nennt oder Freimaurer nennt oder was. Es sind alles unchristliche Organisationen, es sind alles Geheimorganisationen. Das heißt, es werden Dinge besprochen, die wir nicht wissen sollen. Das ist der Punkt. Ja? Sonst bräuchte man keine Geheimgesellschaften. So, dieses, Entschuldigung, ein allesehende Auge in diesem Video, Big Time von Peter Gabriel, verändert sich nämlich jetzt gleich, verändert sich nämlich dann gleich in einem Fernseher. Und damit sind wir bei 1984, dieses Lied kam 86 raus. Ne? So, und dieses Dollarsymbol kommt eben zum großen Teil aus eben dieser Geschichte des Nonplusultra, also bis hierhin und nicht weiter. Ja, dieses Nonplusultra selber war letzten Endes damals eine lateinische Übersetzung eines Spruches, wo das an den Säulen des Herakles, also eigentlich Herkules, angebracht worden ist, um das Ende der Welt am Ausgang des Mittelmeers
zwischen Gibraltar und Nordafrika zu markieren. Gibraltar kennen einige. Da ist das eine Inselvorgruppe oder eine Gruppe an der Südküste von Spanien. Ungefähr, da liegt es ungefähr. Ja. So, und das ist eine Geschichte, die eben heutzutage nonplusultra gesagt wird, es geht nicht besser. Ne? Das ist ja auch wieder eigentlich eine falsche Übersetzung. Ja, es ist egal. Der Punkt ist letzten Endes der, alle Geschichten haben einen alten Ursprung. Und ich habe ja schon mal damals bei Manalir gesagt, dass diese zwei Säulen-Symbolik eigentlich einen Tempel anzeigen. Nämlich eigentlich einen Tempel, beispielsweise Salomos, mit den zwei Säulen, die halt den Eingang da markieren. Ne? Und in der Mitte muss man dann halt durch, wenn man da durch darf. Ja, es, für die Leute, die eben nicht dadurch können, nicht dürfen, da ist eben dann Schluss. Ja, bis hierhin und nicht weiter. Und die Leute, die halt eingeweiht sind, die halt die genauen Eingänge kennen, die Vitamin B haben, die Beziehungen haben, die können halt weiter. Ne? Und es gibt eben auch noch in dem Wappen von Spanien diesen Spruch, non plus ultra. Das ist nicht noch von ungefähr da so. Man hat auch nicht von ungefähr unterhalb des Wappens hier diese Wasserzeichen da sozusagen drin, oder diese Wellenform da drin. Ne? Das ist eben nicht von ungefähr. Ne? Ja, das ist halt alles die alte Übersetzung von diesem Dollarzeichen. Ne? Aber er hat dieses Dollarzeichen auch in dem Video benannt. Ja, das heißt, aus diesem Mund und so weiter sprudelten ja auch die Dollarscheine raus und ach, alles super und alles ganz toll. Ja, und das ist eben komplett nicht biblisch, wenn man halt sagt, guck mal hier, ne, ich bete jetzt hier eine Pyramidenstruktur an und so weiter und so fort. Ne? Im Endeffekt hat der Mann leider überhaupt... ist ja völlig auf der falschen Fährte, denn in der Bibel, im Buch Hiob, da steht eben schon drin, dass Menschen überhaupt keine Ahnung haben, wie die Welt überhaupt aussieht, ob die Welt da vorne zu Ende ist oder nicht. Das ist da ganz, ganz klar beschrieben, dass der Mensch eben keine Weisheit hat, sondern das, was er an Weisheit hat, eigentlich nur aus dem Buch Gottes lernen kann. Die Schöpfung bezeugt Gottes Macht und die Ohnmacht des Menschen. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als es hervorbrach, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Als ich es in Wolken kleidete und Wolkendunkel zu seinen Windeln machte, als ich ihm seine Grenze zog und Riegel und Tore einsetzte und sprach, bis hierher sollst du kommen und nicht weiter, hier soll sich der Stolz deiner Wellen legen? Ja, genau, das ist eine schöne Reminiszenz zu diesem Tor, ne? Wo man sagt, bis hierhin und nicht weiter, ja. Naja, und der Stolz deiner Wellen, das haben wir beispielsweise ja dann auch in der Flagge von Spanien. Ne? Das ist schon sehr, sehr interessant, wie das alles so zusammenhängt. Aber wenn man natürlich die Bibel nicht liest, dann kann man natürlich diese Dinge, diese Vergleiche nicht machen. Und deswegen finde ich diese Bibelverse halt einfach so wichtig, dass man die dann auch mal dabei hält. Im nächsten Bild beispielsweise seht ihr das immer noch, eben diese Symptomatik oder die Symbolik eben noch auf dem spanischen Silberdollar ist. Ja, 17,6. Immer über, ja. über diesen Teil, den du hier einschreibst, da will ich vielleicht mal eben kurz probieren, eine Antwort drauf zu geben. Ja. Hierbei wird nicht erklärt, warum der lateinische Bibeltext non amplius und nicht non plus ultra sagt. Ja, weil die Bibel nicht in Latein geschrieben wurde, sondern in Latein verfälscht wurde. Das ist aus dem Alten Testament, das Buch Hiob, das ist also in Hebräisch geschrieben. Die lateinische Übersetzung ist entweder aus dem Septuagint oder aus dem Text Alexandrinus. Eins von beiden. Und das sind beides verfälschte Bibeltexte, die halt nicht die wahren Worte im Hebräischen aus dem masoretischen Text wiedergeben. Vielleicht sollten wir das unseren Zuschauern noch mitgeben. Das ist super. Dann wird dieses Skript doch endlich jetzt mal eine runde Sache. Ich habe so ein bisschen so Übersichtsprobleme bei 778 Seiten im Augenblick. Deswegen dachte ich eben, dass was anderes gäbe. Aber das kommt dann halt später. Das ist echt ein Wahnsinnsskript diesmal. Aber das mache ich auch nicht dauernd noch. Also vielen Dank dafür, mein Bruder. Gerne, wenn ich helfen kann. Komm mir vor wie Winnetou und Shatterhand hier im Augenblick. Ja, auf dem nächsten Bild sehen wir eben genau diese Säulen. Winnetou und Shatterhand müssen doch irgendwann mal schlafen gehen, ne? Denk an die Zeit. Ne? Ich habe gesehen gerade schon, genau. Ja. Der Punkt, den ich noch machen will, weil wir kommen jetzt wieder mit dem Video hier nicht durch, das ist echt Wahnsinn, ist der Punkt mit dem Silberdollar. Dollar deswegen, weil ihr dieses Dollarzeichen seht, unterhalb dieses Silberdollars. Ja. Und da seht ihr nämlich genau diese zwei Säulen und ein S drumherum. Ja. Habt ihr euch da schon mal eine Idee gehabt? Habt ihr da schon mal eine Idee, wie ich dann am nächsten Bild, warum ich denn da Amandalier zeige?
Ja, schaut euch mal die Säulen an. Die Die Säulen kommen. Schlange zwischen zwei Säulen in schwarz gekleidet mit einer Ich Peitsche habe in der Hand. das nächste Bild, nicht das übernächste. Ist doch das Nein, nächste. Du hast den ich wollte. Dollar gesagt, dann das nächste Bild. Ist doch Ja, das hier. pass auf, pass auf, pass auf. Die Geschichte mit Amanda Lear ist folgendermaßen. Guckt ihr mal an, diese Säulen reflektieren natürlich, weil es mit Blitz fotografiert ist, ganz klar. Ne? Und weil da mit Nebelmaschinen gearbeitet wurde und so weiter. Ja? So, dann ist so, unten die Säulen, die laufen schwarz aus und die gehen oben silbern nach oben. Ja? Das heißt, unten sind die dunkel und dreckig. Da Oben in die sind sie Erde. erleuchtet. Oben sind sie erleuchtet und hell und strahlen und so weiter und so fort. Und dazwischen ist dann halt hier die Raubtier-Löwen-Jaguar-Dompteurin Amanda Tepp oder Allah Tepp. Man kann ja nicht, man kann sich das ja aussuchen, wie man ihn, es, wie auch immer nennt. Und dahinter hast du noch einen Thron. Das ist sowas von toll irgendwo. Ja, und das sind halt eben auch Säulen und da zeigt es eben an, dass es eine Anbetung ist. Ne? Links und rechts sind halt einfach Säulen von einem Tempel. Und ja, guck dir das nächste Bild an, was ich da reingemacht habe. Ne? Alex Mandalia, Propaganda für die Agenda Satans. Ne? Und da seht ihr die, genau, da seht ihr genau dieses Bild. Deswegen sage ich nächstes Bild, nicht immer nächstes Bild. Ja, so funktionieren die Sachen eben. Ne? So funktionieren die Sachen eben. Und das ist halt. Das Auge ist hübsch hier, ne? Cool, ne? Ja, ich fand dieses Bild toll. Ja, dann züngelt die Schlange auch noch und so. Ich fand dieses Bild schon nicht schlecht, also muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir da echt gut reingepasst, ne? Das ist Dann immer hier eine. noch das Zeichen der Hypnose dazwischen, ne? Ja, ist schon toll gemacht, also gar keine Frage. Das passt schon, ne? Ja. Und ich gucke mal eben auf die Zeit. Oh, 1:00. Ah, ich denke, ich guck, was haben wir denn jetzt hier noch? Ja, und ich habe mal festgestellt, beispielsweise, das fand ich sehr interessant, dass es keinen Sitz Nummer 666 im Europäischen Parlament angeblich gibt. Warum wohl nicht? Ich denke, der da drauf kommt, der kommt erst noch. Ja? Und wie auch immer, also es gibt da ganz tolle Sachen, ganz tolle im Der war schon Internet. im Europäischen Parlament. Und Ian Paisley hat ihn damals. Ja, der auch, ja, der auch, ja. Johannes Paul II., Karel Wojtyla war Ende der 80er, glaube ich, oder so im Europäischen Parlament gewesen Ich und meine, dann das ist war er. 84. Ja, oder so, auf jeden Fall in den 80ern im Europäischen Parlament gewesen und ist dann halt als Antichrist bezeichnet und verrufen worden, sozusagen, von Ian Paisley. Und Ian Paisley ist dann unsanft aus dem Parlament gedrängt worden. Ich denke, heutzutage gibt es keinen europäischen Parlamentsabgeordneten mehr, der sich sowas rausnehmen würde. Naja, und Ian Paisley, müssen wir auch sagen, gehörte auch leider, so schlimm es klingt, bei all seinem Wettern gegen die römisch-katholische Kirche, bei seinen wundervollen Reden gegen die Jesuiten, Ian Paisley gehörte auch einer Freimaurerloge an, leider. Ja, und das ist halt das Schöne, dass man halt nie auslernt und dass man halt einfach dann sagt, dafür machen wir die Lesungen, damit das, was wir an Wissen haben, eben auch an andere kostenlos weitergeben können. Denn kostenlos haben wir empfangen und kostenlos geben wir weiter. Ja. Ja, und das ist eben die Geschichte mit dem Europäischen Parlament, die ganz, ganz viele Reminiszenzen hat, eben an diesen Turmbau von Babel beispielsweise. Ich gehe da jetzt deswegen drauf ein, weil wir eben dieses Dollarzeichen gehabt haben, das Peter Gale uns da gezeigt hat. Und wenn er sagt, ich habe es geschafft, dann bezieht er das ausschließlich auf materielle Dinge. Das ist natürlich das Problem, dass die Leute, die sich für erleuchtet halten, eben auch dann ja sozusagen das Materielle abgreifen. Ne? Und wer wirklich erleuchtet ist, dem interessiert diese ganze materielle Gedöns auf dieser Welt eigentlich gar nicht mehr großartig. Das ist der Unterschied zu jemandem, der erzählt, er wäre erleuchtet, und jemand, der wirklich erleuchtet ist. Ne? Aber wenn du halt 100 Millionen auf der Bank hast und dann sagst, ich bin erleuchtet und den ganzen Tag dann deine dicken Autos fährst, mit deinen Häusern beschäftigst und mit deinen ganzen Anwesen, dann bist du nicht erleuchtet. Ja, dann bist du nämlich völlig in dieser materiellen Welt verhaftet. Ja. Und deswegen hat nicht umsonst deswegen auch die EU, wo es ja nur darum geht, um eine Geldverteilung zu machen, um halt auch alles komplett in einen Hut oder einen Topf zu schmeißen, als Symbol die Frau, die eben das Biest reitet, ne, im nächsten Bild. Ja, das ist schon sehr, sehr interessant, also von der ganzen Symbolik, wenn man sich mal mit den ganzen Sachen beschäftigt. Und dann sind wir ja auch in der Symbolsprache drin, die Peter Gabriel uns hier dauernd um die Ohren haut, ne? Ja. Und das ist eben die Geschichte mit diesen ganzen Euro. Da, wir können ja auch die Euro-Münzen, da könnt ihr auch mal sehen. Da ist dieser Euro, hat ja auch zwei senkrechte Linien. Den habe ich jetzt hier nicht eingezeichnet, aber der hat auch zwei senkrechte Linien. Der hat natürlich dieselbe Bedeutung wie jetzt auf den Dollarzeichen, die zwei Säulen. Also es gibt da keine Zufälle oder sowas. Ne? Nur mal jetzt zum Ausklang dieser Sendung hier habe ich jetzt hier nochmal ein Bild von eben diesem Freimaurer, Turm von Babel im nächsten Bild gemacht mit den ganz schönen
satanischen Pentagrammen da drauf, ne? Wo ihr seht, Europa, viele Zungen, eine Sprache. Ne? Viele Sprachen, eine Stimme. Also, ja, gut, hier, viele Sprachen, eine Stimme, ja. Aber bei Tong denke ich halt letzten Endes daran, dass halt auch, man weiß nicht, welche Sprache da gemeint sind. Ne? Welche In der Offenbarung steht ja geschrieben, das Wasser steht für viele Sprachen, im Englischen Tongues. Ja? Mhm. Also das ist die Erklärung der See. Ne? Viele Sprachen, Nationen und Menschenansammlung mehr oder weniger. Interessant ist auch zu erwähnen, dass die Menschen hier alle aus Baublöcken bestehen. Ne? Aus, ja, die sind alle vor allen Dingen sind die viereckig, also rechteckig, viereckig. Und vier ist halt die Zahl des Materiellen. Das heißt, diese Leute hier haben keinen sozusagen völlig Geist. Kein Geist, ne? Ja, genau. Und bestehen eben aus Bausteinen. Ne? Richtig. Aus Ziegeln oder wie auch immer. Ne? Ja, Ziegeln, wir bauen den Turm zu Babel. Ne? Mit 12 Pentagrammen. Ja. Spielfiguren auf dem Schachbrett. Ne? Ja, genau. So, und hier unten runter habt ihr noch ein Bild von der Europa, die eben, den Euro, wo hier draufsteht, also die Frau, die das Tier reitet, ne? Egal wie, das kann man jetzt verschieden interpretieren, man kann es auch interpretieren als Europa, die auf dem wilden Stier Zeus reitet und so weiter und so fort, also es gibt da verschiedenste Symboliken, die man da machen kann. Bei dem Euro selber auf dem Griechischen ist auch dieses Omega-Zeichen hier eingraviert zum Beispiel, ne? Also das ist... Es ist eine ganz, 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 ganz tolle Geschichte, ne? Mit Europa selber. Also Europa selber ist die Geliebte von Zeus, ne? Und das ist eben die Geschichte dazu, ne? Also er hat sich in einen Stier verwandelt und um sie zu entführen, ne? Also ich meine, das ist Diebstahl, ne? Das ist Diebstahl. Ja. Ja, und deswegen da beschließen wir jetzt eigentlich auch diese Sendung mit, die uns eigentlich jetzt schon mal bei Peter Gabriel schon mal einen Schritt weiterführt, weil wir sehen, der Mann, der hat ziemlich faustig hinter den Ohren, dieses Video hat noch viel mehr zu bieten. Willst du die nächsten 17 Seiten nicht mehr machen? Wenn das jetzt noch geht, wir haben 20 vor 12 nachts, aber für die Leute da draußen ist es ja nicht wichtig. Ja, ihr seht beispielsweise hier, ihr hätten noch die 666-Symbolik dabei, ne? 60, 60, 60, ne? 666 dabei. Da habt ihr hier ein Bild von allen möglichen wichtigen Staatslenkern, zumindest den Leuten, die nach außen hin so scheinen. Da habt ihr diese völlig Condoleezza Rice mit ihren schwarzen Haaren, ihrer roten Robe, passend angezogen irgendwo, ne? Und das sind halt einfach Leute, die nach außen hin das darstellen, was quasi die Menschen für eine Regierung halten. Ne? Und in der Bibel selber ist halt beschrieben, dass alle Könige der Welt halt der Hure Babylon da zu Füßen liegen sozusagen und Handel mit ihr treiben. Ne? Und deswegen, ich will jetzt nicht jetzt jeden ganzen Texte aus der Bibel jetzt hier eins zu eins übersetzen und jetzt machen. Das will ich jetzt nicht. Offenbarung 17,2. Aber 17,2 reicht ja dann schon, ne? Ja, ich habe es jetzt nicht vor mir liegen. Ich kann es aus dem Gedächtnis zitieren. Das macht ich will dir das Gericht über die Hure in Babylon zeigen, mit der die Könige der Welt Unzucht betrieben und von deren Wein, die auf der Welt leben, trunken geworden sind. Das macht mir Angst, wenn du das alles aus dem Kopf weißt. Ja, und das ist eben das, was ihr da jetzt seht. Das sind halt einfach so die Mächtigen der Welt. Ne? Und hier Bush und Queen und Prinz und ach, hast du nicht gesehen und so. Und alle machen eine ganz große Sause. Und ja, die schicken ihre Söhne und Kinder nicht in den Krieg. Ja? Das machen die nicht. Und das Ganze kommt halt einfach aus sogenannten Denkfabriken, ein Travis-Talk-Institut in England oder jetzt hier Lucifer's Trust in den Vereinigten Staaten. Ja? Und jetzt hier bei Big Time in der Fortsetzung von Peter Gabriel sagt er halt einfach, ich mache meinen Mund ganz weit auf, ich reiß meine Klappe sozusagen ganz weit auf und lass eben diese großen Wörter raus. Und ja, das ist ganz klar, was er damit meint, ne? Das sieht man da im Bild, ne? Also man sieht auch da im Bild rot-schwarz, ne? Checkerboard, also hier Checkered Flag und Schachbrett. Schachbrett muss da. Ja. Genau. Da könnt ihr schon dran riechen, dass es halt eine freimaurerische Geschichte hat, was ja auch dann passen würde. Ne? Und da geht er in die, genau, da fährt er in die Stadt mit dem roten Auto. Ne? Ja. So much stuff I will own, so viele Sachen werden mir gehören. Jetzt guckt euch die Zeile an hier. Ne? I will pray to be a big God. Ja, ich werde beten, ein großer Gott zu sein und ich will in der großen Kirche mich niederknien. Hier steht, ich werde zu einem großen Gott beten.
wenn ich mich in der großen Kirche niederknie. Das ist das Problem von Viertel vor zwölf nachts. Das kann ich da nicht mehr. Mir fallen halt gleich die Augen zu. Und ja, du hast recht. I will pray to be a big, to a big God, genau, and I kneel in the big church. Also zu welchem Gott betet er dann da? Ja, er betet halt zu einem Gott, der ihm also diese ganzen materiellen Dinge dann halt auch gewährt. Ne? Oben drüber sind ja im Augenblick auch beispielsweise da so zwei, wie so zwei Zauberhüte über den Augen. Ja? Und dann in der Mitte seht ihr eine Spiegelkugel. Und damit haben wir eben wieder einen, naja, eine Sache, die irgendwas mit dem Spiegel zu tun hat. Ne? Ja, und das hat den Schwanz hier hinten dran, ne? Das hat den Schwanz da hinten dran, genau. Wie wir vorher schon gesehen hatten, ja. Genau, so. In der nächsten Textzeile habe ich nämlich dieselbe Referenz, gibt es oder die ähnliche Referenz, bis gerade so Faithless. Ja, Faithless kennen viele von euch. Das ist ein Distro-Projekt aus den 80er mit Insomnia, Schlaflosigkeit. Und die haben ein Lied und Faithless heißt treulos. Untreu, treulos. Ja, Gott ist ein DJ, also Gott ist ein Disc-Jockey. Ohne Glauben heißt es eigentlich, ne? Und ohne Glauben, ja, genau. So, und this is my church, das ist meine Kirche. Hier heile ich meine Wunden. Ja, das ist natürliche Gnade und so weiter und so fort, ja. Und Feinde werden Freunde und so weiter und so fort, ne? Und in welcher Kirche geht er denn da, wenn er ohne Glauben ist, ja? Das ist das Plattencover. Ich wollte nur mal sagen, also so schnell kann man beispielsweise die Gruppe Faithless jetzt hier schon abfrühstücken, weil wenn er sagt, this is my church, this is where he my hears, also ja, und die Gruppe heißt Faithless und Gott ist ein DJ, dann ist das Blasphemie, ne? Weil die Musik, die machen, die ist nicht christlich, ne? Im höchsten Grade blasphemisch, ja. Ja. Wollt die Gebote jetzt noch lesen oder was? No, das sind einfach nur die ersten, das ist einfach nur die Geschichte wegen Faceless, okay, ne? Das ist okay, das erste Gebot. Und Gott redete alle diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Deutlicher kann man es nicht sagen. Richtig. So, und Peter Gabriel sagt jetzt hier Big Time und Big Time habe ich später mal auch in Deutsch übersetzt und Big Time heißt dann letzten Endes, dass man halt nicht eine große Zeit hat sozusagen, sondern es halt dann spitzenmäßig sozusagen, ja, spitzenmäßig. So, und spitzenmäßig ist eben das, was er sich jetzt da vorstellt und spitzenmäßig ist seine Karriere auch dann abgegangen nach diesem Lied, keine Frage, ja. Und da gucken wir schon wieder in den Spiegel, ja. Ja, interessant, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, du hast hier im Spiegelbild ein Gesicht. Also die andere Seite der Kugel, das sieht hier aus wie ein Gesicht. Das sind hier Augen und hier ist ein aufgerissener Mund. Habe ich ein bisschen Schwierigkeiten um die Uhrzeit. Ich sehe da jetzt nichts, ehrlich gesagt. Nee, normalerweise hättest du ja nur diese Paletten überall. Ja, genau. Aber hier hast du ja nicht, hier im Spiegel hast du ja nicht die Paletten. Das ist ja wie eine Figur. Die steht auf zwei Beinen, die hat einen Schwanz und hier an der Seite kommen Arme raus. Das ist ja eine Figur. Richtig. Ja. Und hier, wenn du dann den Spiegel siehst, im Spiegel, da hast du hier oben, guck mal hier, da ist ein aufgerissenes, da ist ein Auge und hier ist ein Mund. Ich mache das jetzt nochmal weg, dass du es nochmal sehen kannst. Hier ist der Mund, so viereckig. Und hier oben ist ein Auge, man sieht sogar die Pupille da drin. Ah, also gut, okay. Mit anderen Worten, die Kugel, die vor dem Spiegel ist, hat ein Gesicht, oder gibt diesem Monster hier ein Gesicht, weil das ist ja... Ist ja eine Figur, hat ja Beine, einen Schwanz und Arme. Ne? Was lebt, hat aber kein Gesicht, hat ja nur einen Spiegel. Aber die Kugel gibt ihm das Gesicht. Dadurch bekommt das hier auf einmal ein Gesicht. Ja, diese Spiegelkugel steht natürlich auch genau natürlich für die Musikindustrie, ne? Mit ihren ganzen Glitzer und mit ihrer ganzen Scheinwelt da irgendwo. Ne? Das ist natürlich klar, der Spiegel reflektiert ja nur das Licht, was sich drauf scheint. Ne? Ja gut, aber das Interessante ist ja, dass die Kugel hier im Spiegel ein Gesicht reflektiert. Also die Kugel hat auf der anderen Seite ein Gesicht. Wo wir hier nur eine Kugel mit Paletten besetzt sehen, ist es auf der anderen Seite ein Gesicht. Das sieht doch aus, siehst du das nicht, horrormäßig so, Maul aufgerissen, Auge hoch. Man sieht das doch hier, also so sehe ich das zumindest. Oder das muss so blöd versteckt sein, dass ich da schon was reininterpretiere. Aber für mich ist das ganz deutlich hier ein Gesicht, was man da jetzt in diesem Spiegel sieht. Da ich ja weiß, dass du keine Drogen nimmst, glaube ich dir einfach mal. Ja. Ich habe da jetzt wirklich so meine Linsen kriegen das nicht mehr so hin. Aber wie gesagt, wäre auf jeden Fall eine schöne Geschichte, dass halt eben, ist ja klar, das, was im Spiegel steht, halt immer nur verkehrt rum ist. Ne? Ja, und die Kugel gibt ihm im Grunde erst das Gesicht. Ne? Sonst ist das leblos, ist das ein Spiegel, da ist nichts. Aber dadurch, dass die Kugel da jetzt vor ist, kriegt dieses
Wesen oder was auch immer es darstellen soll, ein Gesicht. Ja, dieses Ding ist auf jeden Fall ein Spiegel und damit ein okkulter Hinweis, dass es eben da eine andere Welt dahinter gibt, ne? Ja. Das ist eben die Geschichte dabei. Er zeigt uns ja nicht nur eine Pyramide, sondern er zeigt uns auch diesen Spiegel. Und das ist ganz klar, was das jetzt hier ist. Das ist Sisyphus, ne? Also Sisyphus aus der, glaube ich, griechischen Mythologie, der da jetzt dazu verdammt ist, sozusagen, ja, zeitlebens jetzt diesen Stein, was es eigentlich ist, ja, da den Berg hochzuschieben. Aber er schafft das nicht, ne? Und das ist eben die Geschichte, dass jetzt genau in dem Video gezeigt wird, dass er es schafft. Das heißt, Peter Gabriel sagt das in dem Video aus, immer hier, guck mal hier, ne? Ich schaffe sogar, unmögliche Dinge zu bewerkstelligen, nämlich eine Sisyphus-Arbeit zu machen, also eine wiederkehrende Arbeit, die völlig sinnlos ist, die ich nicht schaffen kann, die habe ich geschafft. Also meiner Meinung nach würde ich das halt einfach so machen, ne? Weil die Strafe, die Sisyphus bekommt, ist eben, dass er halt eine Sisyphus-Aufgabe bekommt und deswegen immer gucken muss, dass er seinen Stein da halt ja, über diese Hindernis dann halt dann macht, ne? Den ewigen Felsblock darauf schieben muss. Ja, und das die Aufgabe man. Ist im Leben nicht zu bewältigen. Ja. It's so much larger than life. Ja. Und deswegen, das macht er jetzt hier in Exzess in den nächsten Bildern, ja. Und das habe ich auch in Deutsch darunter und so. Und dann zeigt man jetzt erstmal hier, I'll make a big house. Ja, und da muss ich mal eben jetzt gucken in den Text rein. Du bist jetzt so schnell gerade hier. Boah. Ja, er sagt ja jetzt hier auch, and our heaven will be a big heaven and I will walk through the front door. Ja? Also er ist da ganz vorne dabei, er geht da nicht hinten drum und so weiter, sondern er hat das Anrecht davon, direkt durch die große Pforte zu latschen. Und er sagt jetzt hier, big time, my eyes getting bigger, my mouth is getting bigger, alles wird größer, alles wird schöner, alles wird teurer, ja, und alles wird größer. Wir sehen jetzt im nächsten Bild, sehen wir sogar das Weiße Haus, ja, also nicht dieses, sondern das nächste, das Haus wird auch immer größer, alles wird ganz, ganz big, ja, und zum Schluss zeigt er uns dann noch seinen Gruß, ja. Das ist eben nicht das Churchill-Zeichen, sondern es hat eine ganz andere Bedeutung. Auch wenn da jetzt dieser Mund davor ist, der so ein bisschen aussieht, als wenn er von Rolling Stones geklaut ist, ohne Zunge. Aber das ist letzten Endes dann eine Geschichte, da zeigt er uns genau, von wem er da diese ganzen Geschichten da hat. Ne? Und das haben wir im nächsten Bild. Noch ein Bild. Ja? Das ist nämlich das V-Zeichen sozusagen, hat nicht mit Victory nichts zu tun. Wenn es Victory anzeigt, dann zeigt es Victory für die dunkle Seite an. Deswegen habt ihr auch dieses Schattensymbol da beispielsweise dabei. Das ist ein ganz, ganz altes Symbol. Witzigerweise benutzen das Leute, wenn sie schwören. Am besten auch auf die Bibel, alles verboten, aber ist egal. Hat sich in unserer Gesellschaft leider so eingemauschelt. Ja, das ist eben so. Ich kann da leider nichts für. Ist so. Und in der deutschen Übersetzung habt ihr eben dann nochmal genau diese Zeilen, wo ich sage, guck mal hier, das hat eben nichts mehr mit irgendwelchen lustigen Themen zu tun. Ich werde zu einem großen Gott beten, wenn ich in der großen Kirche bin. Ja, und dann heißt es, und mein Himmel wird ein großer Himmel sein und ich werde durch die Fronttür gehen. Ja, das wird er. Ja. Und damit sind wir dann auch am Ende hier von Big Time. Ich denke, das war jetzt auch eine sehr, sehr ausgefeilte Lesung, wo wir jetzt sagen können, das waren eigentlich technische Hindernisse zu umschiffen, was wir dann letzten Endes irgendwo geschafft haben. Ich bin auch ziemlich geschafft jetzt hier um fast 12 Uhr nachts. Und ich mache das alles zur Ehre Gottes, zur Ehre Jesus Christus, damit ihr wirklich seht, das, was uns als Kunst verkauft wird, ist Propaganda, Werbung für die Agenda Satans. Das, was Amanda Lear 1977, 78 und folgende gemacht hat, das macht hier Peter Gabriel und diese Artisten, die das besonders gut können, gut machen, die bekommen die Preise. Das ist halt einfach so. Und ihr seht, das hat alles eben keinen Zufall, ist da hat nichts mit zu tun. Diese Artman Productions, die haben auch ein Pentagramm mit drin und so weiter und so fort. Das ist alles eine ganz große Hollywood-Gemeinde. Es war in den 60ern so, 70ern so und es ist heute genauso. Und deswegen geht diese Lesung auch so lange über fast 800 Seiten und umfasst fast 50 Jahre an Künstlern. Und alles links und rechts. Ihr habt jetzt in dieser Folge, habt ihr schon gehabt, jetzt hier Aha mit dabei und Peter Gabriel. In der nächsten Folge kommen noch ganz andere Interpreten dazu oder ganz andere Dinge. Und in der nächsten Folge kann ich euch versprechen, da kommt doch dann die Auflösung des großen Knotens. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, die mir bei dieser Lesung nicht so ganz immer vorhanden war, aufgrund der Geschichte, dass mir mein linkes Auge langsam zufällt.
Ich hoffe, es hat euch dennoch eine ganze Menge Spaß und Erkenntnis gebracht, dass ihr jetzt eben auch wisst, ah, guck mal hier, da gibt es eine ganze Menge Synonyme auf dem Dollarschein, da gibt es eine ganze Menge interessanten Geschichten zu diesem Video des Jahres. Und ich muss mich leider jetzt entschuldigen bei den ganzen Aha-Fans, aber es tut mir leid, es ist alles Propaganda für die Agenda Satans, es ist nichts anderes, es hat mit Kunst nichts zu tun. Es ist alles letzten Endes, um die Leute halt völlig in Unkenntnis zu lassen und zu sagen, ach ja, wir probieren einfach mal irgendetwas aus. Ja, die dunkle Seite ist doch gar nicht so dunkel und alles ganz schön bunt hier. Es ist nicht das, was es scheint. Es ist halt letzten Endes alles eine Scheinwelt und es ist brandheiß gefährlich. Was die Leute da machen, das fängt schon an mit irgendwelchen Amuletten, das fängt schon an mit irgendwelchen Zeichen und Symboliken und hört dann bei Musikvideos überhaupt nicht auf. Und deswegen finde ich die Kombination jetzt langsam so wichtig, die wir hier aufzeigen, zwischen Musik, zwischen Videos, zwischen Filmen, um das alles mal hier komplett mal so abzufrühstücken, damit ihr seht, es gibt da überhaupt keinen, ja, es gibt da keine Ausnahme von der Regel. Ne? Es ist alles das, was erfolgreich ist, muss satanisch sein, sonst wäre es nicht erfolgreich. Und deswegen können wir nur eins machen, wir können halt sagen, tut mir leid, den Fernseher könnt ihr aus dem Haus werfen, den Videorekorder könnt ihr abschalten, den DVD-Player könnt ihr einmotten, im Endeffekt braucht ihr ein Buch. Ja, und deswegen, aus dem Grunde, werden alle versuchen, euch zu erzählen, dass Bücherlesen völlig altmodisch ist. Ja? Aber das, was damals richtig war, ist heute noch genauso richtig, nämlich das Wort Gottes. Und da ist der Jörg der absolute Spezialist hier. Und deswegen bedanke ich mich schon mal bei euch und sag Maranatha und freue mich, wenn der Jörg jetzt noch euch ein paar warme Worte mitgibt. Ja, ein paar warme Worte zum Abschluss wären sicherlich nicht verkehrt, nachdem wir diese ganze satanische Agenda gerade eben von dem Peter Gabriel besprochen haben. Nur, ich habe schon ziemlich viel während der Sendung gesagt. Ihr habt ja auch selbst gesehen, ich kannte das Skript vorher nicht, deswegen muss er mich ab und zu mal stoppen und sagt, du bist zu weit. Das ist dann aber auch, weil ich dann teilweise die Textstellen so schnell nicht finde, die er einem vorliest. Dann denke ich ja schon weiter unten, deswegen muss ich vorscrollen, weil ich kenne das ja nicht. Und dadurch gibt es dann eben ab und zu mal diese Missverständnisse. Aber im Großen und Ganzen denke ich, habt ihr in den abgelaufenen Sendungen durchaus merken können, dass ich die Skripts nicht kenne und dass meine Erkenntnis dieser satanischen Agenda mit jedem Moment wächst, wo Michael die Dinge sagt und dass ich oftmals zu Dingen komme, die er dann zwei, drei Seiten weiter bereits beschrieben hat. Das nimmt ihm dann natürlich manchmal den Wind aus dem Segel, das ist dann schade. Aber auf alle Fälle ist das für euch ein Beweis dafür, dass wir hier die Wahrheit sprechen. Michael bereitet das Skript natürlich vor. Ich kenne das Skript vorher nicht und ich will es auch vorher gar nicht kennen. Ich will mir auch gar nicht die Zeit machen, das vorher anzuschauen. Ich möchte mich durch den Heiligen Geist in die Wahrheit leiten lassen. Und die Wahrheit ist nur zu finden in der Bibel. Alles andere in dieser Welt ist nur Ablenkung, will euch nur von der Heiligen Schrift wegführen, will euch nur von eurer persönlichen Beziehung zu eurem Erlöser wegführen. Dazu dient das ganze System. Und ob das jetzt Musik ist, ob das Filme sind, ob das Politik ist, ob das Wirtschaft ist, es ist alles in dieser Welt. Das ist unglaublich schwer zu begreifen, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber wenn man das einmal verstanden hat, dann sagt man, ja, was kann ich denn dann machen, Jörg? Wo ist denn da die Lösung? Die Lösung hältst du in der Hand, wenn du das Buch, das hier groß im Bild eingeblendet ist, in die Hand nimmst. Das ist die einzige Lösung für alle Dinge. Und das ist das einzige Leben, nach dem wir streben sollten. Ein Leben im Geist, in der Wahrheit. In der Bibel steht geschrieben, dass Gott angebetet werden will im Geist und in der Wahrheit. Das heißt, er will nicht in der Welt angebetet werden. Er will nicht, dass ihr in irgendwelche Gebäude geht, die sich Kirchen nennen, da niederkniet und irgendwelche Statuen anbetet. Er will in Wahrheit angebetet werden. Und die Wahrheit ist nur zu finden in seinem Wort, in der Bibel. Also sagt euch von der Welt los, soweit ihr das könnt. Wir haben alle unsere Aufgaben in der Welt zu erfüllen, da spreche ich nicht von. Aber dann geht man dahin, man erfüllt seine Aufgabe und man geht da wieder raus. So wie ihr morgens aus dem Haus geht, um zur Arbeit zu gehen, so geht ihr im Grunde aus der vertrauten Gemeinschaft mit Gott hinaus in die Welt des Satans, erledigt da eure Aufgaben, die ihr erledigen müsst und kommt zurück zur Heiligen Schrift. Kommt zurück zur Erkenntnis des Wortes Gottes. Lehrt, dass ihr die Weisheit erst dann habt, wenn ihr Gott fürchten lehrt, den ihr nur kennenlernen könnt durch sein Wort,
durch, die Bibel zu studieren. Und dann können euch all die ganzen Dinge, mit denen der Satan versucht, eure Aufmerksamkeit zu bekommen, überhaupt nicht mehr tangieren. Lest eure Bibel. Maranatha.